Hallo, ich bin Stefan Preis. Damit ihre Schulter gut und schmerzfrei, ich möchte sagen, reibungslos funktioniert, sind zwei Dinge erforderlich. Zum einen muss die Steuerung ihrer Schulter durch entsprechende Muskeln und Sehnen gut funktionieren. Zum anderen müssen die Gelenkflächen gut gegeneinander gleiten. Das erfordert ideal glatten Knorpel. Verschleiß der Knorpel wird er rauer ist er ja schließlich völlig abgenutzt und es reiben Knochen auf Knochen, verursacht das Schulterschmerzen und schränkt die Beweglichkeit ein. Wir Mediziner nennen das Arthrose. Hier zunächst ein gesundes Schultergelenk. Sie sehen den Oberarmkopf und hier die Gelenkpfanne. Das sind Muskeln und Sehnen, die die Bewegung der Schulter steuern. Hier, das sind die glatten Knorpelflächen, die bei Bewegung gegeneinander gleiten. Und das ist eine Schulter, bei der der Gelenkknorpel bereits verschlissen, das heißt ganz rau ist. Dieser Verschleiß kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Gegenteil ist der Fall. Er nimmt mit der Zeit mehr und mehr zu. Zum Glück gibt es aber die Möglichkeit, das Gelenk zu ersetzen. Letztendlich ist ein sogenanntes künstliches Schultergelenk die einzige Möglichkeit, in die Schmerzen zu nehmen und ihre Lebensqualität wieder zu steigern. Klar, es wäre schöner, Sie hätten keine Arthrose, Sie hätten keine Schmerzen in Ihrer Schulter. Schmerzen, die über die letzten Jahre trotz Spritzen, Tabletten und Physiotherapie immer schlimmer wurden. Wenn das nun einmal so ist, bleibt nichts anderes, als es anzunehmen. Sie sollten versuchen, die Sache positiv zu sehen und sich bewusst machen, hey, Gott sei Dank, es gibt eine Möglichkeit, mein Problem zu lösen und mir die Schmerzen dauerhaft zu nehmen. Und Sie sollten wissen, die Ergebnisse nach einer solchen Operation sind dank der Fortschritte in der Medizin wirklich exzellent. Ich möchte Sie an dieser Stelle nicht mit Zahlen langweilen. Nur so viel. Studien zeigen, dass mehr als 80 Prozent der operierten Patienten mit dem Ergebnis zufrieden oder sehr zufrieden sind. Ein für medizinische Verhältnisse exzellentes Ergebnis. Und das für lange Zeit. Man geht bei der neuesten Generation von künstlichen Schulterprothesen von einer Haltbarkeit von mehr als 20 Jahren aus. Danach wäre eine Wechseloperation möglich. So. Wie funktioniert nun eigentlich die sogenannte anatomische Schulterprothese? Die verschlissenen Gelenkflächen müssen ersetzt werden. Und zwar nach Möglichkeit genau so, wie es die Natur vorgesehen hat. Das funktioniert immer dann sehr gut, wenn die muskuläre Steuerung ihrer Schulter intakt ist. Das heißt, die Sehnen an der Schulter, die sogenannte Rotatorenmanschette, nicht gerissen ist. Schauen Sie hier. Die abgeriebene Gelenkpfanne ist mit einem neuen Belag quasi überkront. Sie können sich das tatsächlich wie beim Überkronen eines Zahnes vorstellen, nur dass hier der abgeriebene Knorpel durch eine Polyethylenauflage ersetzt wird. Der verschlissene Oberarmkopf wird durch einen Metallkopf ersetzt. Der Kopf ist über einen Titanschaft mit dem Oberarmknochen verbunden. Soweit das Technische. Aber was kommt bei einer solchen Operation eigentlich auf sie zu? Wie sieht die Nachbehandlung aus und was können Sie mit ihrer neuen Schulter alles wieder machen? Genaueres rund um die Operation erfahren Sie im nachfolgenden Medclip. Informationen darüber, welche spezielle Schulterprothese bei Arthrose hilft, wenn auch die Sehnen an der Schulter gerissen sind, finden Sie in unserem Medclip inverse Schulterprothese. Bleiben Sie gesund, Ihr Stefan Preis.